Ja, die Problematik, die wir haben, ist ja heute Feinsteinzeug, Fliesen, Boden, Fliesen werden immer mehr an die Wände gearbeitet. Das stellt uns vor Herausforderungen. Die Fliesen haben eine hohe Spannung, sind sehr hart und nutzen unser Material extrem ab. Heute zeigen wir eine Lösung, die viele im ersten Moment abschreckt. Bohren mit Wasser. Man muss dazu sagen, wir wollen ja mit Wasser kühlen, mit Wasserstrahl schneiden. Also zeige ich jetzt einmal, wie das funktioniert, und man wird erstaunt sein, wie einfach das ist. Mit diesem Bohrer allerdings muss ich sagen, damit es realistisch ist, haben wir jetzt auch schon knapp 120 Bohrungen gemacht. Also, wir stellen das mal ein. Ein ganz klein bisschen Wasser. Ja, und irgendwie nur ein bisschen, das reicht schon. Und das war es auch schon. So schnell kann man durch eine Feinsteinzeugfliese Ritzhärte 6 kommen. Ja, so. Deswegen, für den Installateur ist das die einzig sinnvolle Lösung. Sowohl für die Endmontage, aber auch für die Fliesenbearbeitung. Von den Größen 5 mm bis 130 ist das möglich. Alles mit einem Akkuschrauber oder mit einer Bohrmaschine. Probiert es aus. Wir sind gespannt auf euer Urteil.